Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder ein richtig grandioses Spiel gefunden, wo ich mir einfach dachte, das muss ich spielen. Wirklich, das muss ich spielen. Airport Service Simulator. Also nicht Servus, sondern Service. Ne? Schon richtig. Mal schauen, wie das Ganze wird. Wird wahrscheinlich wieder ein kompletter Reinfall, weil man kennt es ja, also die Spiele, die ich eigentlich immer spiele, sind eigentlich immer scheiße. Ne? Aber ich gucke das heute mit euch an. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Wir haben hier auch einen schönen Tee gemacht. Kein Kaffee diesmal, sondern Tee. Honig Minze war es, glaube ich, genau. Also ich bin jetzt hier auf dieser Steam-Seite. Ne? Airport Service Simulator. Wir lesen jetzt erstmal die Beschreibung durch. Willkommen beim Airport Service Simulator. Hier wird dein Können auf dem Flughafen Vorfeld unter Beweis gestellt. So, ich lese jetzt erstmal, also ich lese jetzt hier nur die Beschreibung und schon weiß ich, oh Schrottspiel, wie kann man so eine kurze Beschreibung reinballern? 6 Bewertungen. Juni. Ja, und die Bilder sehen natürlich auch wieder vielversprechend aus, man kennt's. 6,99 €, ein Schnapper. Hm. Kommentare will ich nicht durchlesen, weil dann wird viel gespoilert, ich will mich überraschen lassen. Ja, Features. Verschiedene Einsatzfahrzeuge. Pickup-Transporter, Gepäcktruck, Rollband, Vorfeld-Einsatzverhalten. Ich wollte schon immer mal einen Pickup-Transporter fahren, ey, geil. Erfülle diese diverse vordefinierte Aufgaben. Erledige deine Mission sorgfältig und in einem gewissen Zeitrahmen. Realistische Umsetzung der Spielwelt. Das merken wir uns. Realistische Umsetzung der Spielwelt. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, KI-Fahrzeuge auf dem Vorfeld. Ich habe das noch nicht gekauft, aber in den Warenkorb. So, 12 GB. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber wir haben Zeit. So, ist jetzt mal die Scheiße hier fertig runtergeladen. Ah, kaum sag ich's. Ist es passiert. So, jetzt geht's los. Ich liebe das, wenn man so ein Spiel startet und einfach nichts hört. Nicht mal Buttons, gar nichts. Egal, start das Spiel. Oh. Deine Mitarbeiter leiten über dein Funkgerät Aufträge an dich weiter. Klick auf das Funkgerät. Achso, hier. Hey, wir haben Meldung erhalten, dass es rund um den Flughafen einige beschädigte Stellen im Zaun gibt. Schau dir das mal an und repariere die Stellen, wenn du einen Moment Zeit hast. Nee, ich wollte eigentlich einen Kaffee trinken. Ich bin schon wieder. Es wird Zeit für eine Runway Inspection. Halte besonders nach Rissen und Löchern im Asphalt Ausschau und repariere. Ja, also hier ist ein Kaffee, das wollte ich eigentlich trinken. Ey, das ruckelt auch voll, Alter. Also mein PC kann es nicht liegen, also. So. Ah! Personal! Hallo! Verpiss dich, du Hurensohn! Okay. Dann reparieren wir mal den Zaun und die Risse. Ah, wir nehmen hier den. Der ist was wie hier, oder was? Komm! Jürgen! Fahr mit. Überall NPCs, ich glaub's nicht. Da brauche ich mal eine andere Stärkung. Wie? Also ich kann nicht mit der Maus mich umsehen, sondern mit, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte. Wie dumm ist das? So, wo ist denn hier? Da. Hier ist doch schon mal was. Also hier, ich muss da entlang fahren, okay. Ah, hier ist nur der Außenspiegel, alles gut. Digga, Need for Speed hier, wirklich. Auch kein Motor aus, nichts, sondern der Sound ist instant weg. Naja, wie mache ich das jetzt hier?
Ah, einfach klicken. Einfach klicken und dann ist es repariert. Geil. Zack. So ein langweiliges Spiel, wirklich. Alter, ich habe keinen Bock mehr. Der Sound, also der Sound von dem Truck hier, der regt mich am meisten auf. Wieso tue ich mir das hier eigentlich an und repariere jetzt hier wirklich alle Zäune? Was soll das denn jetzt? Ach, da kommt ein Flugzeug. Ich will das nicht mehr machen, ich hab keinen Bock mehr. Und dass es aufhört, bitte. Wir haben es ja gleich geschafft. 8 von 12. Ja. Eine kleine Abkürzung. Oh. Maschallah, ey. So, und Nummer 12. Jawohl, jetzt ist es grün. Schön, dass es hier auch erklärt wird, wo die Risse sind. Ich verstehe das nicht. Also der Herr geht auch gleich in die Luft. Oh mein Gott. Jürgen, wo bist du? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ist doch irgendwas hier, da wird doch irgendwas angekommen. Hier draußen billern die. Wir haben übrigens auch den 31.12. Digga, was ist da los? Wo ist das? Also Digga, ich check gar nichts. So, und jetzt da vorne hinfahren. Und dann? Was muss ich dann machen? Und jetzt? Alter, ey. Nee, komm. Ich hab keinen Bock mehr, Alter, wirklich. Ich habe jetzt 16 Minuten gespielt, das reicht mir vollkommen. Jetzt gucken wir uns mal die Kommentare an. What a pile of this game is. Ja, allerdings, Digga, alle nur schlechte Bewertungen. Da ist ja nicht mal eine positive Bewertung dabei. Ja, es ist halt auch wirklich, man muss es halt einfach sagen, es ist einfach Müll, wirklich. Airport Service Simulator ist einfach Müll. Was haben die denn für haben die einen Adler? Die haben nicht noch mehr Spiele rausgebracht. Und die sind. Die haben auch nicht so eine gute Bewertung. Geil. Hammer. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe hier Rohmaterial, das könnt ihr euch gar nicht glauben, so lange wie das die Aufnahme jetzt hier ging, aber alles gut. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Und dann schauen wir mal. Nee, ich spiele das nicht nochmal, ich hole jetzt auch mein Geld zurück, das sage ich euch. Haut rein und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.